Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft auf der PS4 mit und von eurem Dars Steffen Zockt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir legen auch gleich einmal los. Und gehen wir zu unserem Schloss. Wie gesagt, ich war ja, wie ihr gesehen habt, bin letztes Mal fertig geworden mit der Deckenverzierung. Jetzt muss ich halt die Räume noch anpassen und machen. Dann mal schauen, dass ich das Schloss mal so langsam, aber sicher die erste Etage fertig bekomme. Das ist einfach nicht mehr, ja, solange das in Anspruch nimmt beim Projekt hier, weil ich möchte auch gerne wieder ein bisschen was anderes machen. Aber ich möchte halt auch erst gerne was ein bisschen fertig bekommen. Zu Ende bekommen, dass ich einmal was Neues beginnen kann. Aber habe ich jetzt Doppelklick gemacht? Und ja, ich werde auch noch ein Ankündigungsvideo Richtung Ende der Woche, Richtung Samstag teilen. Und ja, da werde ich mal bis über den und ja, dass es da wieder mal ein paar Änderungen geben wird, wurde übel. Aber es wird euch alle das auch sehen können oder hören können, was ich das so erzählen habe. Aber es wird wahrscheinlich noch mal ja, leider wird es eine größere Änderung geben hier von Kanal. Obwohl ich das so beibehalten wollte, wie ich es jetzt habe, aber wird wohl nichts auf Dauer, was das angeht, weil es da Sachen gibt, die ja nicht ganz so laufen wie es möchte und daher werde ich doch mal was verändern. Muss leider sein. Und ja, hoffe ihr könnt das dann auch verstehen, die Änderung, die ich da habe. Wie gesagt, ups, die muss ich leider machen, was das angeht. Auch wenn ich es ungern machen möchte. Aber ich muss leider. Es gibt halt manchmal Sachen, die man leider machen muss, auch wenn man es nicht möchte. Und die Sache ist leider, was das angeht. Daher werde ich das machen. Auch wenn ich es ungern mache. Aber es bleibt mir wohl nichts übrig. So, ich setze mal hier und hier noch eine Bank hin. Das soll so eine Art kleine, ja, Bibliothek sein. Ich werde dann, denke ich mal, noch Tische hinbauen. Habe ich Zäune mit? Nein. Ich bräuchte Zäune und Druckplatten von Eichenholz. Auf jeden Fall. Das muss ja farbig alles passen. Aber ich hatte hier glaube ich kein Eichenholz mehr da gehabt. Oder? Doch, hier habe ich noch ein paar Blätter aus Eichenholz. Das war's. Kann ich glaube ich nicht wirklich viele Druckplatten bauen.
Das. Naja, zwei Stück. Das war's schon. Muss mal nachgehen, ob ich da noch Eichenholz habe, zufälligerweise, oder irgendwo anders noch. Weil Eichenholz bräuchte ich jetzt definitiv noch. Eichenholz-Tor. Ja, das bringt ja direkt aus Eichenholz mit nichts anfangen. Aber ich glaube, ich muss erstmal wieder Holz hacken gehen, weil ich habe glaube ich kein Holz mehr. Ich bezweifle zumindest, dass ich Holz mehr habe. Ich muss alles verballert. Ah, hier haben wir noch Eichensaun. Okay, gut. Alles super. Das nehme ich auch mal mit noch. Das Birkenholz, das können wir vielleicht auch noch irgendwo ja verwenden eventuell. Gut. Mal überschauen. Nicht, dass ich irgendwas vergesse. Aber ich denke mal, damit kann man noch ein bisschen was anfangen. Und dann muss ich was jetzt mal. Da gehe ich mal schnell zu der Eichenform und werde mir mal fix Eichenholz holen. Sonst geht mir hier wieder das gut. Und tut mir leid, wenn ich mal ein bisschen müde klinge oder gehe. Wenn ich mal ganz kurz immer aussetze, aber nicht rede. Das liegt einfach nur daran, dass ich zwischendrin immer mal gehe. Leider war die Nacht nicht ganz so gut wie mal für den Schlaf. Und das merke ich jetzt gerade auch wieder schön. Mal versucht über. Auch wenn ich so ein bisschen mit den Genen kämpfen muss, aber das ist nicht das Problem. So, 20 Stück. Ja, besser als gar nicht, damit kann man was anfangen. Jetzt machen wir noch Tage durch, ist ihr in den Eimer. Wir können es auch verballern noch den Rest. Ich hoffe mal, dass er jetzt irgendwo ein Setting mal rausfällt. Das wäre sehr löblich. What the hell? Kein einziges Setzling. Also das ist jetzt doch schon ein bisschen Verarschung. Wo sind meine Setzlinge? Also aber keine Setzlinge getroppt, der Sack. Das geht aber gar nicht. Mann, was ist jetzt los? Jetzt muss ich ein Stück gehen. Gerade jetzt mich der Aufnahme. Ging's doch? Einfach mit der Aufnahme fange ich an und muss gehen. Das ist doch nicht mal normal. Arschen. So in der Art, ne? Da steht ein Spasti. Hey, du Spasti, wie geht's? Paust Maul? Ja. Der wollte aus Maul, definitiv. So, die machen wir zu. Safe is safe. Wie ihr seht, ist immer wieder mal ein bisschen hier in meiner Box. Ist gefährlich. Auf Dauer. So, da hätten wir hier eine kleine Bibliothek. Eine schöne kleine Bibliothek.
riesig, aber man kann damit was anfangen. Würde ich meinen. Ich finde, die sieht gut aus. Da würde ich mal sagen, hier, das ist ja der Voraus. Ich könnte ihn natürlich hier nochmal abtrennen. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Ich lasse es einfach mal hier als Vorraum stehen. Aber ich muss mal gucken, was ich daraus mache, aus dem Vorraum. Wie ich den gestalte. Das weiß ich jetzt noch nicht, wie ich den mache. Da habe ich ja noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Räume, die ich auch noch ausgestalten muss. Also ich habe hier noch einiges zu machen. Schon klein Beug. Na gut, klein ist relativ. Sie ist relativ groß, wenn man es so nimmt. Also man kann da echt viel ausbauen. Hier kann man solche Sitznischen reinmachen oder keine Ahnung was. Da fällt uns auch schon was ein noch, denke ich mal. Hier vielleicht auch. Weil hier steht eh schon alles rum. Daher denke ich mal, kann man hier vielleicht ein Lager draus machen. Kisten sollte immer nur eine Kiste für sich. So, tue ich mal das und das auch rein. Das behalte ich. Das kommt auch rein. So. Aber ich nehme mal die Kiste. Die würde ich dann nämlich gleich auch noch mal hier herstellen. Und ich sehe es wird Nacht. Es sind schon wieder gute 10 Minuten um. Ich sollte mal Richtung Heimat gehen. Richtung Bett. Wäre vielleicht eine relativ ja, gute und sichere Idee, das zu tun. Sonst habe ich ja gleich ein groß-kleines. Ja, er sieht's. Da kommt schon die Spinne. Die ist, okay, wenn tun möchte. Wilde Liebe. Spaß, aber ja. Gesehen habt. Sie kam penetrant auf mich zugelaufen. Nun gut, aber ich würde sagen, an der Stelle würde ich auch erstmal die Folge wieder beenden. Hoffe natürlich, dass ihr wie immer viel Spaß hattet und beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Minecraft auf der PS4 mit und von eurem Darsteller zockt. Bis dahin wünsche ich euch natürlich noch eine schöne Zeit. Gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu Let's Play Minecraft auf der PS4. Möge natürlich die Macht und das Minecraft-Blut mit euch sein. Euer Darsteller zockt. Sagt ciao. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.